So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Corbin Nash habe ich heute mitgebracht. Die dunkle Seite kennt seinen Namen. Geht irgendwie so um Vampire, Vampirjägergeschichte oder irgend sowas. Ich kenne den Film nicht, ist glaube ich auch direct to Blu-ray und so. Also ich glaube nicht, dass er in Deutschland, Deutschland lief ja nicht im Kino. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er in Amerika im Kino lief. Aber wie gesagt, ich halte mich mal mit Dezent zurück, ich bin mir wirklich nicht sicher. Jedenfalls, interessanter Cast ist da dabei. Unter anderem Corey Feldman, den kennt man ja wirklich aus diversen früheren Werken vor allen Dingen, so als Jugendlicher. Und ja, dann gibt es auch ein wunderschönes Wiedersehen mit, der heißt Rütje Hauer. So habe ich mir das sagen lassen, Rütje. Und zwar ist ja ein Niederländer, ja? Also nicht Rutger oder Radger oder sonst was, sondern Rütje Hauer. Okay. Ja, Malcolm McDowell ist auch dabei und also wirklich ein toller, toller Cast. Und ich bin sehr gespannt. Also ich habe total unterschiedliche Kritiken gelesen. Viele fanden den gut, viele haben gesagt, der ist total bescheuert und also es scheint nichts, ja so, ich sag mal so Durchschnittliches zu geben. Ja? Das ist immer irgendwie, entweder man liebt den Film oder man hasst ihn. Das ist ein absoluter Blindkauf meinerseits. Ich bin einfach mal gespannt. Letztlich habe ich ihn einfach gekauft. Ja. Weil eben so tolle Darsteller drin sind. Rütje Hauer, ihr werdet es wissen, leider im Alter von 75 Jahren, ja erst kürzlich verstorben. Und ich glaube aber nicht, dass das sein letzter Film war. Ich glaube, der kommt jetzt ins Kino. Oder, ich weiß es nicht, wie er heißt. Ich bin etwas unvorbereitet, wie es immer so ist, wenn ich hier so meine kleinen Videos drehe. So, jetzt widmen wir uns aber mal Corbin Nash. Das Mediabook, ich finde es von der Optik, Frontartwork, geil. Muss ich echt sagen, mir gefällt das Foto hier mit den Charakteren. Mir gefällt der Schriftzug hier schon hier die, was ist das? Irgend so ein abgesägtes, abgebrochenes Stahlrohr oder Holzstück oder was auch immer. Wahrscheinlich ein Holz, wenn es gegen Vampire geht. Und auch das Farbenspiel gefällt mir gut. Und was man hier vielleicht auch noch ganz gut sieht, ich versuche es mal so ein bisschen gegen das Licht zu halten, hier auch nochmal schön nachbearbeitet. Es glänzt schön, ja. Also sieht wirklich cool gemacht aus. Gucken wir uns mal den Buchrücken an. Auch hier schön groß Corbin Nash. Was steht hier oben drauf? Focus Media. Ne? Kannte ich bis dato noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Weiß nicht, ob die schon großartig was rausgebracht haben. Ich glaube, es ist zumindest mein erstes Werk, was ich von Focus Media... Oder? Nee, ich habe schon mal was von Focus Media... Keine Ahnung, egal. So, ja, sehr strukturiert das ganze Backartwork. Eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen zu plump, finde ich. Es ist, ja, also ich hätte es auch hingekriegt, so in der Art. Ja, so die Fotos anzuordnen, das finde ich auch ein bisschen lieblos. Und auch die Schrift, also die Schriftart und die Schriftgröße, das ist so dieses 0815-Ding. Hätte man vielleicht ein bisschen anders gestalten können, meiner Meinung nach. Aber gut, das ist ja immer alles auch ein bisschen Geschmackssache. Hier sind die Credits, hier wie gesagt Informationen ein bisschen zum Film. Und im Exklusivvertrieb von Focus Media. Das ganze Ding ist limitiert auf nur, was, 199? Nee, Quatsch, 190, ja? 190 Stück, also hier dieses Mediabook-Cover. Und ich habe die Nummer 71, also ist echt wenig. Man erhofft sich oder man erwartet wohl nicht den ganz großen Renner. Hm, spricht auch nicht so für dieses Mediabook. Ich glaube, es gibt noch ein zweites Motiv. Ich weiß gar nicht, welches Motiv ich jetzt hier habe. Ist es A oder ist es B oder ist es doch C? Heutzutage blickt man ja nicht mehr so ganz durch. Ihr wisst, was ich meine. So, hier unten dann die technischen Daten. Der Film liegt in Deutsch und Englisch vor. Die Blu-ray-Disc geht 99 Minuten. Anwählbare Untertitel sind in Deutsch verfügbar. Hier haben wir das Bildformat. Das Tonformat Dolby Digital 5.1. Und was haben wir noch? Bonus. Ja, ein bisschen Bonus haben wir auch drauf. Trailer, Teaser, Concept Art Features, Behind the Scenes 1 und 2, ja, ohne Diashow,
Mit Rütsche Hauer. So, machen wir das Ding jetzt mal auf. Gucken wir uns mal innen drin an. Corbin Nash. So, ich hole mal hier die Blu-ray raus. Love, natürlich. Das ist, ja, ne, mit Liebe. So, dickes, fettes Booklet, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten. Es ist geheftet, nicht geklebt, so wie das aussieht. Und das ist wieder so ein Booklet der Klasse, der Qualität von... Es könnte vielleicht ein Jahr halten, aber mit ein bisschen Pech könnte es auch schon im halben Jahr vorbei sein. Also es ist eine ganz gefährliche Sache wieder. Das erinnert mich auch immer so ein bisschen an andere Sachen wie Mirrors zum Beispiel. Ja, das war ja auch relativ schnell schon bei Ausgabe bei vielen zerfledert. Meins hält Gott sei Dank bis heute noch. So, es ist nicht kriminell, es ist das pure Böse. So, hier hat man so ein bisschen, ja, ich vermute, ich will das jetzt nicht schnell durchlesen, aber ich vermute einfach so ein paar Beispiele anderer Filme, so ein paar Querverweise sozusagen. Hier Near Dark, da geht es ja auch um Vampire. Bei Blade und Race, da müssen wir uns ja auch nicht unterhalten. Das ist ja alles so in dieser Kerbe. Und wahrscheinlich ist eben da der Bezug. Auch hier Lost Boys und so, und das wird wohl hier erklärt. Corbin Nash, Film ist aus den USA, aus dem Jahr 2018. Hier sind auch nochmal die Credits und hier die Fotos der Stars. So, hier wird über Vampirfilme im Allgemeinen berichtet. Natürlich darf dann Max Schreck, Bela Lugosi und Christopher Lee auf keinen Fall fehlen. Ja, also generell muss ich sagen, schön strukturiert. Ja, also das gefällt mir ganz gut. Hier wird jetzt wahrscheinlich auf einzelne Darsteller eingegangen, wenn ich hier Caligula sehe. Dann wird wohl da was zu Malcolm McDowell erzählt werden. Freitag der 13. weiß ich jetzt im Moment nicht, wo es da hingeht, aber egal. Naja, jedenfalls ist hier jede Menge wohl an Informationen, sehr, sehr reichhaltig, sehr viel Information, viel Text. Jetzt wird es ein bisschen bilderbuchartig in der Mitte. Wobei die Mitte war jetzt, glaube ich, schon hier eben. So, was haben wir denn hier so alles? Corey Feldman hier in der Mitte. Jetzt ist hier mir die Lampe ausgegangen. Das passiert mir ja öfter. Ich werde demnächst, das kann ich jetzt schon mal sagen, demnächst hier neue Lampen installieren. Und dann wird das auch alles, dann wird das richtig hier, also so richtig, ja, ihr werdet sehen. So, vielleicht werde ich mal ein Foto bei Facebook oder Instagram veröffentlichen. Schaut doch einfach mal dort rein. So, hier haben wir so ein bisschen ein paar Fotos zu den Leuten. Aha, so behind the scenes sozusagen. Hier auch so ein paar Szenenfotos, sondern eben am Set, Set-Fotos. Ja, auch hier sehr strukturiert. Also hier ist nicht mal irgendwie Raum, ein bisschen kreativ, so die Fotos vielleicht ineinander zu packen oder irgendwie das eine mal überlappen zu lassen, sondern alles. Es sieht schon aus so wie so ein Sammelbuch. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Panini-Sammelbücher, wo man hier so seine Fotos eingeklebt hat. Kann man toll finden. Mich spricht es jetzt weniger an. Vor allen Dingen, dass jetzt wirklich hinten raus da so ein Bilderbuch entsteht. Hier ein Storyboard bei David Arroyo. So, und dann sind wir eigentlich schon durch mit dem ganzen Corbin Nash. So, und wenn jetzt hier auch nochmal die Faust drunter steckt. Ach so, okay. Ja, Love and Hell. Ja, sehr, sehr mysteriös das Ganze. Also ich bin sehr gespannt. Ich kann mir jetzt irgendwie noch gar keinen Reim machen aufgrund des Booklets und der gesamten Mediabook-Veröffentlichung. Sieht eigentlich ganz nett aus, muss ich sagen. Also wie gesagt, es ist ja immer alles Geschmackssache, ob einem das Artwork hier und da gefällt und so. Ja, also das Frontcover finde ich richtig stark, muss ich sagen. Das gefällt mir, hat richtig Wucht. Und ob mir der Film gefällt, das erfahrt ihr ja dann auch noch. Ja, das war es im Grunde schon. Mal schnell vorgestellt. Corbin Nash, das Mediabook von Focus Media heißen die, oder? Ich habe schon wieder vergessen. Gott, Focus Media doch. Ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und macht's gut.